Die Dörsner waren am Freitag und Samstag voll im Bierfieber. Bei hochsommerlichen Temperaturen floss der Gerstensaft an der höchstwahrscheinlich längsten Biertheke in der Region in Strömen. Außergewöhnliche Biercocktails wie Erdbeerbier, Kirschbier, helles und dunkles fanden reißenden Absatz. Bier und Vielfalt, das gehört in Deutschland einfach zusammen und eine geradezu leidenschaftliche Beziehung zum Bier haben die deutschen Brauwirtschaften und ihre Biermarken in aller Welt berühmt gemacht. Deutsches Bier, das steht nicht nur in Deutschland für Geselligkeit, Lebensfreude und vor allem für abwechslungsreichen, puren Genuss. Lust und Durst auf deutsches Bier hatten auch die Dorstner bei der dritten Bierbörse. Organisator Thomas Hein zeigte sich bereits am Freitag mehr als zufrieden. Seine Idee in Dorsten, die längste Biertheke zu eröffnen, hat sich zu einem super Event gemausert, welches die Besucher aus nah und fern anzog. Allerdings gab es auch hier einige Veränderungen in diesem Jahr. Ja, wir haben in diesem Jahr sind wir bis zum Marktplatz mit unseren Bierständen gegangen. Das heißt, wir haben 4 Bierstände mehr als im letzten Jahr, haben super Wetter und freuen uns ja auf mehr als 10.000 Besucher in Dorsten. Thomas Hein ist selber leidenschaftlicher Biertrinker. Nur wie kam er auf die Idee, aus seinem Laster oder seine Lust eine Bierbörse ins Leben zu rufen? Eigentlich baue ich in meinem normalen Leben Eisflächen und eine Eisfläche von mir steht in Leverkusen und mein Eiskunde ist Bierbörsen-Franchisegeber. Und Werner Nolden hat mich gefragt, sag mal, Dorsten ist ein tolles Pflaster für eine Bierbörse. Hast du nicht Lust, eine Bierbörse zu machen? Da ich selber leidenschaftlicher Biertrinker bin, habe ich gesagt, okay, Werner, lass es uns probieren. Ja, und wenn man hier die Umgebung sieht, weiß ich, dass ich es richtig gemacht habe. Dass die Bierbörse sich in Dorsten etablieren konnte, daran zweifelte auch der Sponsor, die Volksbank Dorsten, nicht. Grund genug, sich daran zu beteiligen. Also wir arbeiten ja schon seit einigen Jahren mit Thomas Hein zusammen und der hat immer wieder gute Ideen. Und wir haben unter anderem am WDR2-Konzert ja gesehen, wie toll auch das Gemeinschaftsgefühl in Dorsten ist. Und das zeigt sich auch hier an der Bierbörse. Und deswegen sind wir gerne bereit, weil unsere Kunden hier vor Ort wohnen, auch was für die Stadt Dorsten zu tun und sponsern auch das Biergartenfest hier in Dorsten. Hinzu kam aber nicht nur die Vielfalt an Biersorten, sondern auch... Ja, zudem ist es auch ganz toll, dass wir jetzt wirklich hervorragendes Wetter haben. Die Ferien sind zwar fast zu Ende, die Kinder haben kein schönes Wetter gehabt, aber jetzt zum Abschluss der Ferien tolles Wetter und tolle Feier hier in Dorsten. Auch am Stand von Peter Abel zapften die Angestellten Kölsch im Rekord. Abel als einziger lokaler Anbieter strahlte an beiden Tagen übers ganze Gesicht. Er war zufrieden. Sehr schön, super Wetter, alle Leute gut drauf und wird reichlich verzehrt. Früh Kölsch am meisten, glaube ich. Live-Musik in den Straßen, 400 verschiedene Biersorten und ein tolles Ambiente bei hochsommerlichen Temperaturen. Das kam auch bei den Besuchern mehr als nur gut an. Also ich finde das echt klasse. Dorsten ist ein kleines Städtchen und solche Highlights sind immer prima. Also uns gefällt es auf jeden Fall, jedes Jahr wieder. Wir sind das dritte Mal da. Das dritte Mal und wir werden wiederkommen, wenn das nächste Jahr wieder der Fall ist. Ja, ich auf jeden Fall auch wieder. Nächstes Jahr das vierte Mal. Ich finde das eine hervorragende Initiative für Dorsten, denn es ist nicht allzu viel los und einer der wenigen Begegnungsstätten für Jung und Alt. Warum ich auf der Bierbörse bin? Weil es hier belgisches Bier gibt. Und das gibt es so selten in Deutschland. Außer Frühkölsch kommt nur belgisches Bier in Frage. Grimbergen kann ich sehr empfehlen. Bei so viel positiver Resonanz konnte sich dann auch Organisator Thomas Hein gelassen seinem Lieblingsgetränk widmen. Na, dann mal Prost und bis zum nächsten Jahr.